1941, mein Vater hatte sein Amt gerade angetreten, wurde er von seinen Eltern weggeschickt. Nach Palästina, die Rettung. Seine Eltern hat er nie wieder gesehen. Ich scheute mich, ihm zu sagen, wessen Sohn ich bin. Er wurde hier hergeschickt. Das war ein Befehl sozusagen von Hitler. Er war Soldat eigentlich. Und wurde hierher geschickt und hat sein Amt versehen bis zum April 1945. Also das ist er eigentlich, der, dem meine Eltern, meine ganze Familie zu Opfer gefallen. Das ist, ja, also das Erleben bringt verschiedene Erlebnisse. Mhm. Also er ist nicht direkt exekutiv verantwortlich für die Deportationen gewesen. Das war Wislicemi. Es gab Referate in den Gesandtschaften. In Ungarn, in Rumänien, Das weiß ich, den Namen erinnere ich. Weiß ich auch, wer das ist. Wislicemi. Aber den habe ich nicht gehört, also den Namen. Was ich mich erinnere, der Vater, der ein sehr Mensch war, der sehr, also nichts nach außen zeigte. Der stand da und abseits und nahm Abschied von mir. Mutter und Schwester beide weinten. Und Mutter sagte noch, wenn du nicht willst, kannst du doch hier bleiben. Und eigentlich wollte ich hier bleiben, aber ich war schon in dem Sog drinnen, nicht? Und ich wusste ja auch nicht, keiner wusste damals, was kommen würde. Eigentlich mein Vater, vielleicht wusste es und verbarg es. Ist denn der Kontakt dann sofort vollkommen abgebrochen oder gab es dann noch? Nein, es gab noch, also vom Kibbutz erhielten wir die Erlaubnis einmal in 2 Monaten, weil angeblich nicht genug Geld war, Rote Kreuzbrief zu schreiben. Und ich habe noch von diesen 2 oder 3 Rote Kreuzbriefe, in denen man 24 Worte schreiben durfte, sie wurden zensuriert. Und Rückantwort auf der 2. Seite, das ging durch das Rote Kreuz. Und dann erhielt ich als Letzten von einem Bekannten, der Beamte im Palästinaamt in Bratislava, Eltern ausgesiedelt, neuer Wohnsitz, Lodge, und dann war zensuriert. Das war alles, den Brief habe ich auch zu Hause. Das war das Letzte eigentlich? Das war das letzte Zeichen. Ja. Meine kleine Schwester. In der Luft, sie strömt nicht mehr. In der Luft, sie schließt wie eine Faust. In der Luft, sie zerbröckelt zu Staub. In der Luft, blind wie Feuer. In der Luft, süß, nicht vom Blühen. In der Luft, dünn wie Winseln. In der Luft, sie reißt 1000 Augen auf und jedes Auge Finsternis. In der Luft, sie verhält sich zwischen Lippe und Lippe. Lebt meine kleine Schwester die Ewigkeit des letzten Augenblicks.